war das mal gemein. Wie hätte ich denn den Käfer fangen sollen, Mensch? Wenn der da an der Klippe so steil sitzt. Links oben vielleicht. Ja, genau, vielleicht. Guten Abend, kann man mit dir spielen? Ja, das kann man. Wie machen wir das am besten? Es gibt doch diese Dodo-Codes, oder? Ich glaube, damit... Ich schaue da mal zum Flughafen nachher, wenn ich die Seelenteile zusammen habe. Dann schauen wir mal, wie man das am besten macht. Ja, ich glaube, ich weiß, wie man das macht mit dem Extra-Code. Ich schaue dann gleich. Aha! Viele. Mensch, ich habe erst zwei. Wie könnten denn da fehlen noch? Boah. Die bewegen sich ja nicht so viel eigentlich. Wenn der sagt, 5 Fragmente seiner Seele hat er verloren, rechnet er dann das Fragment, das er selber noch ist, mit? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich muss schon 5 finden. Dann werde ich jetzt mal systematisch hier alles abgrasen. Ich laufe jetzt hier mal komplett hoch. Dann ein bisschen weiter drüben, komplett runter und so weiter. Na gut, leider nix. Dann mache ich mal meine Leiter. Dann laufe ich hier mal an. Warte mal, ist da was? Das sind die Blumen. Aha, aber da ist was. Nein, was machst du denn jetzt da oben? Ich bin doch gerade runtergeklettert. Jetzt nicht übers Wasser schweben, bitte, Seele. Oh ja, bleib hier. Nein. Ah, gut, ich konnte so schwer einschätzen, wo die gerade ist. Aber gut. Fehlt nur noch eins. Okay. Ich hab echt Schiss. Ich hab echt Angst, dass der blöde Stab kaputt geht. Der hält nämlich bestimmt nicht ewig. Oder ist der ein permanentes Item? Könnte schon sein. Der heißt immerhin Sprungstab und nicht Behelfssprungstab oder so. Vielleicht kann man den für immer behalten. Das wäre gut. Aber wer weiß. Ein Stück Seele fehlt noch irgendwo. Weißt du, weil wir das machen? Weil ich habe eigentlich vorgehabt, dass wir jetzt nicht mehr lange Animal Crossing spielen. Weil ich das dann erst morgens wieder spielen will. Bist du bei uns auf dem Discord? Weil dann geh doch am besten in den Discord. Da hat nämlich The Cludo extra... Treppenhaus! Dankeschön fürs Followen. Da hat nämlich The Cludo extra so eine Friendcode-Tauschbörse eingerichtet. Da kannst du deinen Friendcode mit reinschreiben und dann können wir dich adden. Dann können wir einfach ein andermal oder beim nächsten Stream oder so. Ich werde das bestimmt auch im Stream noch öfter spielen. Gemeinsam spielen. Oder vielleicht auch morgen Vormittag. Oder Mittag noch. Weil ich jetzt nur noch schnell die Seelen zusammenkriegen will. Und dann nehmen wir mal eins von den... Ich glaube, dann schauen wir uns mal eins von den kleineren Indie-Spielen an, bevor wir wieder zu einem der großen Spiele übergehen. Surfen wir mal ein bisschen durch die kleineren Spiele, würde ich sagen. Da sind, glaube ich, ein paar dabei, die könnten ganz interessant sein. Außerdem hat ja jeder 24-Stunden-Stream die Riesen-Roboter-Garantie. Die müssen wir heute noch einlösen in dem Spiel. Ich glaube,
glaube, das machen wir jetzt dann. Ah, nee, warte mal, du bist ja... Ach so. Dachte schon, ich dachte, er wäre seine Seele. Aber er ist gar nicht seine Seele. Hey, aber dafür ist dein Geschenk. Ups. Zum Glück hat man unendlich viel Munition. So oft wie ich einfach versehentlich in die Luft schieße. Das wäre doof. Ein Regenmantel. Ja, warum nicht? Regenmantel und Safarihut. Und morgen kommen die Gummistiefel, die ich mir bestellt habe. Das passt perfekt. Kann ich dann zumindest später, wenn es wirklich mal regnet, na, bin ich ausgerüstet. Hey, ich habe mich, glaube ich, noch nicht auf meiner Hauptinsel umgeguckt. Könnte gut möglich sein, dass der letzte Geist einfach hier auf meiner Hauptinsel irgendwo... So, bei meinem Haus oder so, bei meinem Zelt. Flughafen, wer weiß. Blöder letzter Geist. Wo magst du nur sein? Ich stell jetzt hier mal schnell mein Hemd auf. Ich brauche so dringend Lagerplatz. Aber jetzt lasse ich es einfach mal stehen. Ah, da drüben ist er. Na, dann komm her. Hui. Wenigstens flüchten die nicht. Okay, jetzt schnell zu Bu. Buhu. Ich freue mich schon, wenn auch die Zelte meiner Mitbewohner abgegradet sind. Die kriegen doch bestimmt auch richtige Häuser, oder? Weil die dann bestimmt viel individueller eingerichtet sind. Da bin ich schon gespannt drauf. Die haben teilweise echt immer coole Wohnorte, die... Es ist vollbracht. Du hast alle Fragmente meiner Seele gefunden. Also dann, gib sie mir, schnell. Bitte sehr. Perfekt. Das sind alle 5 Fragmente. Tada! Ah, endlich wieder vollständig. Puh, ein Glück. Vielen Dank. Ich fühle mich großartig. Oh, ach ja, deine Belohnung. Was gebe ich dir denn? Ach, Möbel mag jeder, oder? Ich kann dir etwas geben, das du noch nicht hast. Oder etwas Teures. Was hättest du gern? Etwas Neues oder etwas Teures? Ah. Ich meine, dadurch, dass ich noch gar nichts habe, kann was Neues alles sein. Was Teures ist wahrscheinlich auch was Neues. Ich glaube, ich nehme jetzt was Teures und später, wenn man weiter im Spiel ist und schon sehr viel hat, dann was Neues. Aber jetzt erstmal was Teures. Dann will ich was Teures. Weil es wahrscheinlich auch was Neues ist. Gut, in Ordnung. Also etwas, das ein klein wenig hochpreisiger ist. Bin ich zu gut darin, den Wert von Dingen einzuschätzen. Also weiß ich nicht, ob das hier wirklich viel wert ist. Hier, bitte sehr. Ich gebe dir ein Effektboard. Ich leg das gute Stück in deine Tasche. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Mach's gut. Bis bald. Ein Effektboard? Das müssen wir uns mal anschauen. Wir haben wieder Noob-Meilen bekommen. Gruselige Geheimnisse. Wenn du hier unheimliche Entdeckungen machst, musst du das für dich behalten. Sonst gerät die Insel noch in Verruf. Okay. Weitere Informationen zur Schweigepflicht findest du in dem Vertrag, in deinem Vertrag, Paragraph 73 Absatz 4. Anscheinend gibt es mehrere gruselige Sachen, die man hier erleben kann. Oder ist es immer wieder der gleiche Geist vielleicht, den man öfter trifft. Wer weiß. So, schauen wir uns mal das komische Board an, das wir da noch gefunden haben. Effektboard. Macht das auch was?
Irgendwie wackelt es manchmal, wenn ich draufklicke. Aber das ist auch schon alles. Naja, wir haben ein Effektboard. Keine Ahnung. Kann man sich ein schönes Disco-Zimmer einrichten, wenn man will? Warum nicht? Na gut. So schnell schlägt man wieder fast 2 Stunden mit Animal Crossing tot. Obwohl man eigentlich nicht viel gemacht hat. Ah. Legen wir uns mit Safari-Hut und Regenmantel nachts, Mitternacht in die Hängematte draußen. Was gibt es Schöneres? Okay, dann machen wir jetzt Schluss mit Animal Crossing für jetzt erstmal. Und genau, danach spielen wir, glaube ich, erstmal eins von den vielen, vielen, vielen kleineren Spielen, die mich selber interessieren. Ob die cool sind oder nicht, werden wir rausfinden. Machen wir aber jetzt mal schnell 5 Minuten Pause und dann reiten wir los. Bis gleich. Wartet mal, ich könnte hier noch schnell speichern. Speichern und benden. Okay, bis gleich.